Ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Rednerin das Wort der Kollegin Katja Dörner von Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Justizministerin hat einen Kompromissvorschlag zur Neugestaltung des Sorgerechts bei nicht miteinander verheirateten Eltern vorgelegt. Dieser Kompromissvorschlag kommt ein halbes Jahr, nachdem das Bundesverfassungsgericht endlich den diskriminierenden Zustand beendet hat, dass unverheiratete Väter für das gemeinsame Sorgerecht für ihr Kind zwingend auf die Zustimmung der Mutter angewiesen waren. Dieser Kompromissvorschlag kommt mehr als ein Jahr, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein entsprechendes Urteil gefällt hat. Und ich muss sagen, er kommt leider viele Jahre zu spät für viele betroffene Väter und ihre Kinder. Vor allem ist es jetzt ein erster Kompromissvorschlag. Dabei hat die Ministerin schon im Sommer angekündigt, ganz zeitnah, direkt nach der Sommerpause, einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. Wir haben den immer noch nicht gesehen. Und es zeigt sich leider mal wieder, dass die Koalition sich auch in so einem Thema auf nichts Vernünftiges einigen kann. Wir finden, und ich sage das hier ganz klar als Grüne, wir finden diesen Kompromissvorschlag der Ministerin vernünftig und gut. Hier wäre auch Zeit für die FDP zu applaudieren. Ich weiß nicht, ob Sie den eigenen Vorschlag Ihrer Ministerin noch nicht so richtig einschätzen können. Aber unsere Einschätzung an der Stelle wird Sie nicht wundern. Schließlich haben wir mit dem Antrag, den wir heute hier beraten, schon im Herbst Eckpunkte vorgelegt, die eben den Eckpunkten der Ministerin sehr weitgehend auch entsprechen. In unserem Modell steht das Kindeswohl ganz klar im Mittelpunkt. Und mit dieser Perspektive gibt es aus unserer Sicht eben auch keinen Grund, beim Sorgerecht verheiratete und unverheiratete Eltern grundsätzlich unterschiedlich zu behandeln. Den Kindern ist im Allgemeinen der Trauschein ihrer Eltern herzlich egal. Wir gehen davon aus, dass das gemeinsame Sorgerecht dem Kindeswohl in der Regel am meisten entspricht. Und deshalb wollen wir einen einfachen und niedrigschwelligen Weg zum gemeinsamen Sorgerecht auch für unverheiratete Eltern. Ich möchte diesen Weg ganz kurz skizzieren. Die Väter sollen unserem Modell entsprechend ab der Vaterschaftsanerkennung einen Antrag auf die gemeinsame Sorge stellen können, wenn die Mutter diesem Antrag innerhalb einer Frist von 8 Wochen, und das ist ja auch die Frist, die die Ministerin in Erwägung zieht, innerhalb dieser 8 Wochen wird dem Antrag des Vaters stattgegeben. Wenn die Mutter dem Antrag widerspricht, kann der Vater dann das gemeinsame Sorgerecht beim Familiengericht beantragen. Und an der Stelle soll dann dem Antrag stattgegeben werden, wenn das gemeinsame Sorgerecht dem Kindeswohl nicht widerspricht. Und uns ist dieser Prüfauftrag nicht widerspricht eben auch besonders wichtig, weil er auch noch mal ein Signal ist, dass es wirklich dazu kommen soll, dass es in der Regel das gemeinsame Sorgerecht eben auch in diesen Elternkonstellationen geben soll. Und dieses Modell, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird aus unserer Sicht den Kindern gerecht. Denn die Kinder haben ein Recht auf beide Eltern. Das sollte sich eben auch beim Sorgerecht seinen Ausdruck finden. Das Modell wird den Vätern gerecht, die nun auf einem einfachen Weg das Sorgerecht bekommen können. Und es wird eben auch den Müttern gerecht, die Bedenkzeit haben und deren Vorbehalte im Zweifelsfall auch geprüft werden. Jetzt ist es aus unserer Sicht an der Union, beenden Sie endlich Ihre Blockadehaltung. Wir brauchen eine Lösung, von der eben vor allem die Kinder profitieren. Und ob es der Union und eben vor allem der CSU tatsächlich immer um die beste Lösung für die Kinder geht, das müssen wir leider bezweifeln. Ich erinnere mich daran, im August anlässlich des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts, dass unsere Kollegin Dorothee Bär, die ja leider heute nicht da ist, noch darauf verwiesen hat, das sei alles ein bisschen bedenklich. Schließlich würde die Institution Ehe dadurch geschwächt. Die habe ja dann keine anderen Vorteile mehr als das Ehegattensplitting, und das könne doch nicht sein. Und ich finde, liebe Kolleginnen und Kollegen, das darf einfach in dieser Diskussion nicht im Fokus stehen. Und ich wünsche mir für die Debatten zum Sorgerecht, die wir ja sicher in den nächsten Monaten hier noch häufiger führen werden, dass wir davon wegkommen, uns an der Art des Zusammenlebens oder auch der Art des Nicht-Zusammenlebens von Eltern zu orientieren und tatsächlich in den Fokus nehmen, was für die Kinder und was für die betroffenen Kinder die beste Lösung ist. Vielen Dank.